tolle Show. Danke sehr. Hallo. Können Sie mich verstehen? Ja, ich frage lieber nochmal, denn wir Deutschen sind doch relativ, wie sagt man, blöd. Also nicht mehr ganz so blöd wie vor 10 Jahren, aber auch nicht wirklich helle. Laut PISA-Studie liegen unsere Kinder nur knapp über dem durchschnittlichen RTL-Zuschauer. Ja, es ist wirklich dramatisch. Die Kleinen wissen die einfachsten Dinge nicht. Dabei auch Johannes, sein Plüschhund heißt praktischerweise auch Johannes. Was hat denn der Johannes? Er hat Hepatitis. A oder B? Mein Gott! Hepatitis A verläuft im Gegensatz zu B nie chronisch. Das ist ja nur wirklich Allgemeinwissen. Johannes, der weiß ja gar nichts. Nein, Deutschland ist in Sachen Bildung jetzt offiziell Mittelmaß. Aber woran liegt's? Die Studie sagt, wir bräuchten bessere Lehrer. Gut, das hätte ich denen schon vor 30 Jahren sagen können. Und einige Politiker, die behaupten nun, die Migrantenkinder machen uns den Schnitt kaputt. Aber das ist natürlich Quatsch. 15-jährige Mädchen lesen und verstehen Texte nach wie vor besser als gleichaltrige Jungen. Also Sie können sagen, Deutschland hat wahrscheinlich unter Umständen sogar ein größeres Jungenproblem als ein Migrantenproblem. Ja, ja. Das ist jetzt bitter für die Rechten, ne? Wir müssen gar nicht die Ausländer abschieben, wir müssen die Jungs abschieben, meine Damen und Herren. Leider zu doof. Und tschüss. Aber jetzt mal ganz ehrlich, dass unsere Kinder nicht lesen, das liegt ja nicht daran, dass sie es nicht können, sondern weil sie gute Gründe haben. Ich kann gut lesen, aber ich interessiere mich nicht so für Bücher. Sozusagen. Wenn ich lese, werde ich müde und mir gefällt das auch gar nicht. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich wirklich. Ich meine, die meisten Bücher gibt es ja nicht mal in 3D, ne? Und die Grafik ist auch für den Arsch. Aber Fortschritte gibt es immerhin in Mathe. Da sind sogar die Jungs ein bisschen besser als die Mädels. Und sogar viel besser als Kurt Beck. Ich wollte fragen, Sie sagten 6,8 Milliarden für die Länder, 5,2 für den Bund. Das gibt nach meiner Rechnung 12 Milliarden, aber von 13 war die Rede. Vielleicht können Sie das aufklären. Und Frau Bundeskanzlerin, also wenn Sie... Also für mich bleibt es 13, wenn ich richtig addieren kann. Ja? 5 und 6 sind 11 und 0,2, 0,8. Sind 1, sind 12. Also, dann habe ich mich verrechnet. Ah, nein, ja, komm, nein. Keine Häme jetzt, bitte. Keine Häme. Ne? Ich meine, als Sozialdemokrat muss er ja auch nur noch die Prozentzahlen von 1 bis 12 kennen. Ne? Die größten Schwierigkeiten haben Kinder übrigens mit Textaufgaben. Und ich sage, das ist kein Wunder, denn die sind aber auch knifflig. Wie gesagt, Mathematik. Aufgabe. 2004 kostete ein Brötchen 40 Cent. Für den Weizenanteil erhielt der Bauer weniger als 2 Cent. Frage, was sagst du dazu? Oh Mann, Leute, jetzt stellt doch den Kindern endlich mal Aufgaben, die mit ihrem Leben zu tun haben. Also lebensnahe Textaufgaben, sowas wie, was weiß ich, wenn du 5 Handys klaust und du vertickst 3 Handys weiter, wie viele Handys musst du dann noch klauen, um 4 Handys zu haben? Lebensnah halt. Aber damit das jetzt mal ganz klar ist, unter uns das Problem sind oft gar nicht die Schüler, sondern die Lehrer. Kevins bekommen schlechtere Noten. Jungen mit Vornamen wie Kevin oder Justin werden von ihren Lehrern etwas schlechter bewertet als Mitschüler mit offenbar positiver besetzten Namen wie Lukas oder Maximilian. Ach ja? Ja? Was ist denn dann bitte mit Genies wie Kevin Sebastian Bach, Dennis Einstein oder Jacqueline von Droste-Hülshoff? Hä? Tja. Traurige Wahrheit, in kaum einem anderen Industrieland ist der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen so groß wie bei uns. Wie Gernot Hasknecht sagen würde, eine gottverdammte Schande. Gut, wir haben uns in Sachen PISA zumindest leicht verbessert, aber ist das wirklich schon ein Grund zum Jubeln, fragen wir Christian Ehring, der im Thema ist, weil er, und das wissen wirklich die wenigsten, tatsächlich selber mal Kind war. Christian, sind wir bildungsmäßig schon wieder auf dem Weg zur Weltherrschaft? Ach was, wir haben doch hier jahrelang die Zügel schleifen lassen. Ich sag nur Kuschelpädagogik. Ja? Wer steht ganz oben im PISA-Ranking? Südkorea. Und warum? Weil die Testergebnisse gefälscht haben. Nein. Na gut, auch. Aber hauptsächlich haben die Koreaner ihre Kinder wirklich durch Disziplin und Drill auf Platz 1 gebracht.
Wisst ihr was? Sagen wir mal so, der Schlüssel ist mehr Druck. Ganz wichtig. Deshalb haben wir in Deutschland ja auch Sachsen und Thüringen am besten abgeschnitten. Sachsen und Thüringen? Wofür braucht man da denn Abitur? Nein, ein Scherz. Ein Scherz. Nein. Fakt ist doch, wir müssen die faule Bande einfach mehr fordern. Gehen Sie mal nachmittags durch deutsche Städte. Da lungern 5-, 6-jährige Kinder auf sogenannten Spielplätzen rum. Sitzen da auf behämmerten Wippen. Ja? Rauf, runter, rauf. In der Zeit könnten die Chinesisch lernen oder Quantenphysik oder sowas. Entschuldigung, was unser Bildungssystem braucht, was da fehlt, ist nicht mehr Druck, sondern mehr Geld. An manchen Grundschulen unterrichten vor lauter Lehrermangel schon Eltern, Laien. Ja, das ist allerdings bedenklich. Nur weil ich mir einen Bart wachsen lasse und mir nie mehr wasche, bin ich ja noch lange kein Deutschlehrer. Das stimmt. Ne? Obwohl, na gut, nein, also, hat er recht. Trotzdem. Aber es gibt natürlich Quereinsteiger, die man durchaus als Lehrer einsetzen könnte. Männer, die wirklich wissen, wie man junge Leute motiviert. Hier. Vor jedem Feuerstoß will ich ein lautes Motherfucker hören. Ja? Handeln Sie! Jawohl. Motherfucker! Motherfucker! Genial, oder? Der ist doch so toll. Ohne Wehrpflicht sind die ganzen Ausbilder eh bald arbeitslos. Und das Beste ist ja, mit ihrer Nahkampfausbildung haben die sogar Chancen, an einer Berliner Hauptschule zu überleben. Also, Sie meinen ernsthaft Unteroffiziere als Lehrer? Ja, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Die haben in Mathe alle mal mehr drauf als die meisten deutschen Schüler. Ja? Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Ja, also um ehrlich zu sein, ich hätte Sie gar nicht für so einen pädagogischen Hardliner gehalten, Herr Ehring. Wo sind Sie denn eigentlich zur Schule gegangen? Ich war an der Che Guevara Gesamtschule in Gießen. Leistungskurs Portugiesisch und Jazz-Tanz. Das dachte ich mir. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Portugiesisch und Jazz-Tanz. Das erklärt einiges. Aber mit seinem 50er-Jahre-Denken liegt Herr Ehring übrigens voll im Trend. Hier, diese Berliner Omas wurden befragt, und zwar zum Thema klauende Kinder auf Weihnachtsmärkten. Ordentlich eine Tracht Prügel und ins Heim stecken für 4 Wochen. Wenn sie die kriegen, gleich die Hände abhacken, so wie im Orient. Ja, genau. Es ist nicht alles schlecht an der Scharia. Doch genug von greisen Damen mit Gewaltfantasien und zurück zu den benachteiligten Kindern. Sankt Ursula von der Leyen will Hartz-IV-Familien nicht nur 5 Euro mehr schenken, in Worten 5, nein, sie packt noch einen Bildungsgutschein obendrauf. Aber dafür braucht unser Ursel auch die Unterstützung der Opposition. Da heißt es im Bundestag, kämpfen wie eine Löwin, beziehungsweise wie eine Schiffschaukelbremserin. Kommen Sie mit ins Boot, tun Sie etwas für das Bildungspaket, dass es auf den Weg kommt, packen wir es an, kommen Sie mit ins Boot, machen Sie mit. Jetzt wieder einsteigen, hier dabei sein. Das macht Spaß, das macht Laune. Die nächste Fahrt geht rückwärts, Freunde. Ja, das Dumme ist... Das Dumme auf so einer Kirmes ist nur, dass einem da ständig andere Schießbudenfiguren dazwischen bölken. Unsere Richtung, Frau von der Leyen, ist eine andere als Ihre. Deswegen können wir auch nicht in Ihr Boot steigen, weil Sie schippern in die falsche Richtung. Ja, ich würde der von der Leyen auch dringend abraten, ausgerechnet mit Sigmar Gabriel in ein Boot zu steigen. auch wenn er in der Sache recht hat. In der Sache hat er völlig recht. Das reicht nicht, was die von der Leyen da macht. Aber klar, Bildung und Chancengleichheit sind echte Aufregerthemen. Ich kann Ihnen sagen, da macht man sich manchmal richtig Sorgen, wenn da Leute im Bundestag am Mikro abgehen wie Schmidts Zäpfchen. Wir brauchen ein Top-Bildungssystem von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern, sodass alle Kinder, auch die der armen Leute, Chancen haben, top gebildet in dieser Gesellschaft zu werden. Dankeschön. Bitteschön. Echt praktisch. So ein Gysi, kann ich Ihnen sagen. Wirklich eine praktische Sache, so ein Gysi. Gucken Sie mal hier. An, aus, an, aus, an, aus. Wenn man so einen zu Hause hat, dann muss man sich gar nicht mehr selber aufregen. Das erledigt alles der Gysi für einen. Ja, das schont Stimmbänder und Blutdruck.